Hey Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es ums Thema Strukturvertrieb und ich weiß, ja, es wird Menschen geben, die werden, wenn sie das Video schauen, pro Strukturvertrieb sein. Es wird Menschen geben, die werden gegen Strukturvertrieb sein. Mir geht es in diesem Video jetzt nicht darum zu sagen, Strukturvertrieb ist super, Strukturvertrieb ist schlecht, sondern ich möchte einfach ja hier den Unterschied zwischen ja, einem klassischen Vertrieb ja, und Strukturvertrieb oder Network Marketing, wie auch immer du es nennen willst, aufzeigen und dir einfach zeigen, was Strukturvertrieb, Network Marketing ist. Ja, und was ja den Unterschied halt eben ausmacht, sodass du für dich selbst entscheiden kannst, ob Strukturvertrieb für dich wirklich eine Alternative oder eine Option ist. Für mich ist es immer eine echte Chance gewesen. Und ja, aber entscheid du da einfach für dich selber, ja, ob Strukturvertrieb für dich ja eher Chance oder Risiko ist. Das musst du für dich natürlich entscheiden. Fakt ist aber auch eins, egal ob du jetzt pro oder gegen Strukturvertrieb bist, es gibt ja einfach Fakten zu dem Thema und die würde ich dir gerne jetzt hier zeigen, sodass du einfach für dich aus einer neutralen Sicht einfach für dich entscheiden kannst, ob Strukturvertrieb für dich zukünftig Sinn macht oder halt eben nicht. Ja, was ist Strukturvertrieb? Strukturvertrieb ist im Prinzip nichts anderes wie ein Vertrieb, der auf Hierarchieebene aufgebaut ist. Ja, das heißt, nehmen wir einfach mal das Beispiel zu einem klassischen Vertrieb. Im klassischen Vertrieb ist deine Kernaufgabe die Kundengewinnung. Ja, das ist im Strukturvertrieb auch nicht anders, weil Kunden sind die Menschen, die das Geld ins Unternehmen bringen. Und das brauchen wir in jeder Form von Unternehmertum. Ja, also wir brauchen zahlende Kunden, die gerne unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Und das ist die Kernaufgabe. Und die macht jemand im klassischen Vertrieb einfach jeden Tag. Das heißt, Person steht auf, fängt mit dem Beruf an, ja, und gewinnt neue Kunden. Und das, ja, ein Leben lang. So. Die Sache ist einfach die, dass beim klassischen Vertrieb dein Arbeitstag hat 24 Stunden. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie du ja eine gewisse Skalierung dort reinkriegst, indem du vielleicht Mitarbeiter anstellst, ja, die zum Beispiel im Backoffice die Arbeit für dich erledigen, sodass du rein deine Kundengespräche führen kannst. Nichtsdestotrotz wirst du irgendwann an eine Decke kommen, ja, an eine Grenze stoßen, wo du einfach nicht, wo du dein Einkommen einfach nicht mehr weiter nach oben erhöhen kannst, weil dir einfach die Zeit fehlt, ja. Und da kommt jetzt Strukturvertrieb ins Spiel, weil beim Strukturvertrieb hast du auch als Kernaufgabe natürlich das Gewinnen neuer Kunden. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit dazu, nämlich der Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation innerhalb deines Partnerunternehmens, welches du dir ausgesucht hast. Das heißt, du hast quasi unter dem Dach deiner Partnergesellschaft hast du die Möglichkeit, dir eine Vertriebsorganisation aufzubauen, die so groß ist, wie du es in der Lage bist umzusetzen. Ja? So, und der Vorteil ist natürlich einfach der, dass du deine Arbeitskraft dadurch multiplizieren kannst. Ne? Also wenn du alleine arbeitest, dann hast du 24 Stunden, sage ich mal, pro Tag maximal Zeit, mal angenommen, du müsstest nicht schlafen. Ja, um dein Einkommen zu erzielen. So, hast du jetzt 5 Mitarbeiter, hast du schon mal 5 mal 24 Stunden maximal, ne, um dein Einkommen zu erzielen. Hast du 100 Mitarbeiter, hast du 100 mal 24 Stunden. Hast du 1000 Vertriebspartner in deiner Organisation, hast du halt eben 1000 mal 24 und so weiter. Das heißt, dein Einkommen ist nicht begrenzt, weil du an den Umsätzen ja, deiner Organisation quasi finanziell beteiligt wirst. Deine Aufgabe ist natürlich dann hier die Führung ja, und die Ausbildung dieser Vertriebsorganisation, sodass du deine Partner in die Lage versetzt, auch Kunden gewinnen zu können und diese natürlich ebenfalls die Möglichkeit haben, ja, neue Vertriebspartner aufzubauen. So. Das heißt, gleiches Recht für alle, jeder hat die gleichen Chancen, ja, und hat die Möglichkeit, sein Einkommen nach oben hin ohne Begrenzung so aufzubauen und so viel zu verdienen, wie jeder das Ganze will und auch in der Lage ist, das zu tun. So, und das ist einfach der Unterschied zwischen Strukturvertrieb und dem klassischen Vertrieb. So, deswegen steht es ja jetzt außer Frage, dass Strukturvertrieb funktioniert, ja, also nochmal, klassischer Vertrieb, du fängst einfach an,
jeden Tag aufs Neue, ja, gewinnst neue Kunden für das Unternehmen dazu. Das war's. So, Einkommen irgendwann begrenzt. Beim Strukturvertrieb ist es so, da gibt es vielleicht noch eine kleine Besonderheit zu erwähnen. Ja, wenn du beginnst, eine Organisation aufzubauen, dann fängst du ja an, neue Teampartner zu rekrutieren. Dann musst du diese ausbilden. Und für diese Ausbildung hast du ja erstmal kein Einkommen. Das heißt, du investierst Zeit, ja, um dann später einen Partner ausgebildet zu haben, der dann ja, Geschäft produzieren kann. So, das bedeutet, dein Einkommen kann natürlich sein, dass das im Vergleich zum klassischen Vertrieb zu Beginn niedriger ist. Aber wenn du dann irgendwann mal eine Organisation aufgebaut hast, die auch Ergebnisse produziert, dann steigt dein Einkommen natürlich exponentiell, weil, oder ja, es steigt halt massiv an, ne, im Vergleich zum klassischen Vertrieb. Ja, weil du natürlich dann deine Arbeitskraft multipliziert hast. So. Und das muss man einfach vom Grundsatz her verstehen. Also ist nicht die Frage, funktioniert Strukturvertrieb, ist Strukturvertrieb gut, ist Strukturvertrieb schlecht, sondern die viel wichtigere Frage ist, Mensch, wie erkennst du ein Unternehmen, welches seriös arbeitet, ja, und wo grenzt du Unternehmen aus, wo du dir nicht ganz sicher bist? An was kannst du dich da orientieren? Ja, das ist zum einen die Transparenz des Unternehmens. Ja, wenn du mal auf die Webseite schaust, gibt es Impressum. Ja, wenn du aufs Impressum schaust, ist das alles gut aufgebaut? Ist es seriös? Ja, ist das Unternehmen auch transparent? Ne? Dann kommt es darauf an, gibt es eine Ausbildung dort? Ja, die Ausbildung sollte auch nichts kosten. Ne? Also es sollte kostenlos sein. So, und das sind alles so Punkte, kannst du dich daran orientieren. Ist das Unternehmen schon lang genug am Markt? Ja, gibt es das schon lange? Gibt es echte Endkunden? Ja, oder sind es einfach ja, alles Mitarbeiter, die dir dann irgendwelche ja, so Fake-Produkte irgendwie verkaufen, irgendwie eine Schulung, die dann Tausende von Euro kostet? Also wird das Geld durch echte Endkunden verdient? Oder wird das Geld nur durch das Werben neuer Partner verdient? Wird das Geld nur durch Werben neuer Partner verdient? Ja, dann musst du da sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ja, ist dann je nachdem an der Grenze zum Schneeballsystem. So, und von daher musst du darauf achten. Aber wenn es echte Endkunden gibt, die wirklich auch einen Mehrwert ja, für die Kunden haben, ja, wenn das Unternehmen mehr Kunden als Vertriebspartner hat, ja, dann bist du da schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Du erkennst dann auch ja, unseriöse Unternehmen immer daran, ja, wenn sie dir so alles sagen, Mensch, du musst einer der Ersten sein, der dabei ist. Und das ist natürlich Quatsch, ja, weil ein echtes Unternehmen mit echten Produkten, das funktioniert auch, wenn du nicht der Erste bist, der dabei bist. Ja, ist es natürlich ein Schneeballsystem, um mal in diesem Jargon zu bleiben, dann ist es natürlich sinnvoll, dass du der Erste bist, ne? Weil irgendwann wird einfach nichts mehr verdient. So. Und das musst du halt einfach für dich wissen. Der Verdienst, ja, der sollte so sein, dass du, da musst du auch drauf achten aus meiner Sicht, dass du sowohl im Eigenumsatz, ja, deine Sicherheit hast, ja, dass du durch deine eigene Arbeitskraft auch Einkommen erwirtschaften kannst, von dem du nicht nur existieren, sondern auch sehr, sehr gut leben kannst. Und nicht irgendwelche Produkte, wo du ja, tausende Kunden im Monat, ich mache es jetzt extra bewusst übertrieben, tausende Kunden im Monat gewinnen musst, damit du über die Runden kommst. Weil es kann ja auch mal sein, dass hier unten ja, mal eine Zeit lang das nicht so läuft, wie du es geplant hast oder wie du dir es vorstellst. Ja, und dann muss das auch so funktionieren. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Gut, also das sind so die Punkte, worauf du achten musst, wenn du ein seriöses von einem unseriösen Unternehmen so ein bisschen unterscheiden willst. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr Punkte. Habe ich dir auf meinem Blog oliverschirmer.de schon viele Artikel dazu erstellt. Einfach mal suchen, richtiges Unternehmen auswählen. Geht da einfach mal auf oliverschirmer.de in die Suchfunktion eingeben. Da wirst du sicherlich dann das auch finden. Aber das nur so am Rande, ja. Also, wie gesagt, es ist nicht die Frage, ob das Ganze, ja, ob das Ganze sinnvoll oder ob ein Strukturvertrieb funktioniert, ob es nicht funktioniert, ob du es gut findest oder schlecht, ja, sondern Strukturvertrieb bietet einfach Chancen, die ja normale ja, Vertriebswege vielleicht nicht in der Sache bieten, ja. Und da solltest du für dich einfach drauf achten, ob du das oder solltest du das Augenmerk drauf legen, ob du das für dich
als gut empfindest oder nicht. Genau. Vorteile sind ganz klar, du hast hier die Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu werden, ohne die Risiken des klassischen Unternehmers zu haben. Ja, ein klassischer Unternehmer, wenn er wachsen will, braucht er Mitarbeiter. Ja, die müssen natürlich bezahlt werden. Je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, brauchst du erstmal Anfangsinvestitionen. Das ist ja alles gar nicht notwendig, weil die Provisionen und so weiter wird alles vom Partnerunternehmen bezahlt. Musst du dich nicht drum kümmern. Du hast im Prinzip ein vorgefertigtes System, welches du an deine Partner weitergeben kannst und schulen kannst, nachdem du arbeiten kannst, ja, also ein System zur Gewinnung neuer Kunden, ein System zur Gewinnung neuer Vertriebspartner, wo du einfach für dich umsetzen kannst und dann hast du im Prinzip ein schlüsselfertiges Business ohne große Einstiegsinvestitionen und ohne großes Risiko. Du hast natürlich alle Vorteile vom klassischen Unternehmer, ja, freie Zeiteinteilung, die Skalierbarkeit, ja. Du hast sowohl Zeit, du hast die Möglichkeit, dir Geld, einen Geldstrom aufzubauen, aber auch die Möglichkeit, dass beides oder Zeit, mehr Zeit zu haben, also beides dir irgendwo zu schaffen und ist für jeden dann einfach eine gute Möglichkeit, auch mal drüber nachzudenken. Mensch, wie kann ich denn aus dem sogenannten Hamsterrad dann quasi rauskommen? Und da ist Strukturvertrieb sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Gerade wenn du jetzt auch noch keine Erfahrung im Unternehmertum hast. Weil wenn du erstmal Tausende oder Hunderttausende Euros investieren musst, um, ich sag mal, deine unternehmerischen Fähigkeiten zu testen, ist das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Genau, also Vorteile, alle, die das klassische Unternehmertum auch beinhaltet. Weiterer Vorteil ist, dass du die Risiken auf ein Minimum reduzierst und die aus meiner Sicht der wichtigste Vorteil ist. Ja? Und deswegen sollte aus meiner Sicht jeder sich mal wirklich völlig neutral mit dem Thema beschäftigen. Der Hauptvorteil ist für mich, ja? Vielleicht wenn du einfach mal so in die Welt guckst, ja? Es gibt immer wieder Situationen, Epidemien, ja, oder Pandemien, es gibt wirtschaftliche Krisen, ja, und wenn du heute, ja, der Meinung bist, du musst in einem Unternehmen anfangen und da bist du ein Leben lang, dann wird es für die Zukunft bei den wenigsten nur noch eintreffen. Das heißt, Menschen leben so oder so in einer gewissen Unsicherheit und wenn du eine Sicherheit dir aufbauen willst, ja, dann ist genau das hier eine Möglichkeit, weil hier ist die Sicherheit, ja, die bist du. Ja. Du schaffst dir deine Sicherheit selbst, indem du deine Fähigkeiten trainierst, indem du, und das da ist Strukturvertrieb ganz hervorragend geeignet, eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachst, ja, die es dir einfach ermöglicht, auch das Know-how zu erlernen, wie man einen Strukturvertrieb aufbaut. Und wenn du das natürlich mal weißt, wie das Ganze funktioniert, ja, und das Ganze auch mal umgesetzt hast, dann kannst du das natürlich immer weiter ausbauen und aufbauen. Und so wirst du auch, wenn es mal zu Krisenzeiten kommt, ja, immer noch ein fantastisches Einkommen haben. Und das ist natürlich die einzigste Sicherheit, die dir wirklich dann jemand geben kann, dass du für dich deine eigene Sicherheit selbst aufbaust. Ja, weil du entscheidest ja in deinem Unternehmen Tag ein, Tag aus, was passiert und was nicht. Okay, das aber jetzt so viel zum Thema Strukturvertrieb. Ich hoffe, ich konnte in diesem kurzen Video das so neutral wie möglich rüberbringen und dir einfach auch mal zeigen, was Strukturvertrieb ist und was nicht. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch hinterlässt. Ja, abonnier gerne den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn weitere Videos erscheinen. Ansonsten findest du alle weiteren Informationen dazu, falls du auf der Suche bist nach einem klassischen oder nach einem guten Strukturvertrieb. Ja, schau einfach mal unterhalb in die Beschreibung rein und kannst dir dann kostenlos weitere Informationen anfordern. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.